Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie die Restoring Division funktioniert. Das ist eine Art oder eine Möglichkeit, einem Prozessor die Division beizubringen. Konkret werde ich den Algorithmus hier zeigen und einfach mal eine Beispielrechnung dazu machen. Ja, dann soll es auch schon losgehen. Bevor wir allerdings loslegen können, müssen wir klären, was machen wir eigentlich. Wir rechnen ein x durch y. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, x wird 2 mal n Bit lang sein. Ist immer. Y ist immer, Entschuldigung, n Bit lang. Muss man Bit groß schreiben? Und ganz wichtig, ich habe dieses Video ein paar Mal schon gemacht und jedes Mal wieder verworfen, weil ich diese Dings nicht drin hatte. N muss eine Zweierpotenz sein. Das heißt, n darf nicht 3 sein. N darf aber 4 sein. N darf auch 8 sein. N darf aber nicht 7 sein, sonst funktioniert es nicht. Versucht es mal mit n gleich 3 irgendwas. Haut nicht hin. So. Und imaginär teilen wir x in 2 Teile. Und zwar, ist jeder Teil davon n Bit lang. Diesen ersten Teil, den vorderen Teil, nennen wir, Entschuldigung, x1. Das sieht ja echt schlimm aus, du. Und den hinteren Teil nennen wir x0. So. Das sind alle, ich sag mal, unser Setup ist gegeben dadurch. Damit wir uns den Teil merken können, habe ich ihn mal plopp da oben in so ein tolles Fenster gemacht. Oh, guck mal, das hat noch gefehlt. Das ist das Ding. Sieht ein bisschen mathematisch aus. Ich hoffe übrigens, es stimmt und ich habe mich nicht vertan. Also jetzt mit dem mathematischen Ausdruck. Soll einfach nur heißen, n muss ein Vielfaches muss eine Zweierpotenz sein. So, und oben drüber steht übrigens 2 mal n Bit. So. Jetzt aber genug gelabert, wir kommen zum Eingemachten. Und es wird noch mehr gelabert. So, jetzt wisst ihr Bescheid, oder? Was wir jetzt machen ist, wir machen einfach mal eine Beispielrechnung und gehen dieses Ding hier Schritt für Schritt durch. So schwer ist das eigentlich nicht. Wer die Muße hat, kann das gerne so einfach direkt Copy-Paste nach Wikipedia machen. Ich werde das nicht tun, weil aus welchen Gründen auch immer meine Beiträge alle immer gelöscht werden. Ich habe es vermutlich einfach nicht drauf mit dem Schreiben. Wie dem auch sei, wir wollen starten. Und zwar rechnen wir 13... durch 5. X ist 13, Y ist 5. Das erste, was wir feststellen, ist, wie groß sollte denn n sein? An Y sehen wir, wie groß n ist. In diesem Fall 3. 3 ist keine Zweierpotenz. Wir machen eine 4 draus. Entsprechend müssen wir hier oben 8 draus machen. 8 Bit. So. Bevor überhaupt irgendwas anfängt. So, als nächstes gucken wir uns mal diesen oberen Teil hier an. Das ist im Grunde nur Fehlerbehandlung, Error Handling. Wir fragen, teilen wir dich 0, dann gib eine Exception raus. Oder in meinen Unterlagen steht Overflow, deswegen steht hier auch Overflow. Oder falls x1, dieser vordere Teil hier, minus y, also falls 0 minus 5 größer als 0 wäre, falls hier also zum Beispiel 6 stehen würde, 6 minus 5 größer als 0, dann würde es auch einen Fehler geben. Warum das so ist, das werde ich hier nicht erklären. Versucht einfach mal mit n gleich 4 Bit 80 durch 5 zu rechnen, dann stellt ihr fest, dass es hier hakt. So, jetzt wollen wir loslegen. Wir fangen an, c wird 0. Wir sind hier. Ich mache mal hier so einen Strich, weil jetzt unsere Schleife anfängt. Wir machen einen Linksshift auf unser x, das ist unser x hier. Wir machen einen Linksshift und rechnen c dann dazu. C ist entweder 0 oder 1. Konkret heißt das, wir schieben einfach c jedes Mal hier von rechts da dran. In unserem Fall jetzt ist c noch 0. Wir schieben also so und ich markiere das mal, der vordere Teil x1 und der hintere Teil x0. So, dann sind wir hier. Jetzt kommen wir hier hin. Ich mache die Rechnung jetzt mal nicht, weil wir wenig Platz haben. Wir machen das mal gerade im Kopf. Wir rechnen x1 minus y. Das heißt, wir rechnen 1 minus 5 ist minus 4. Minus 4, ist das größer als 0? Nein, ist es nicht. Wir gehen nach hier. Deswegen wird unser c auf 0 gesetzt und x1 wird um y erhöht. Was passiert hier gerade? Wir haben hier y abgezogen, dann haben wir einen Test gemacht und dann wird hier wieder y drauf getan. Das heißt, dass x1 wiederhergestellt wird. Auf Englisch, x1 wird restored. Das heißt, dieser Teil hier ist im Grunde der, der für die Namensgebung zuständig ist. Es gibt auch eine Non-Restoring Division. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung so stimmt dann im Englischen. Jedenfalls, die macht sowas Ähnliches, nur dass hier einfach nicht restored wird. Deswegen heißt sie dann Non-Restoring. Wir arbeiten mit Restoring, deswegen wird es hier wiederhergestellt.
So, es wurde wieder hergestellt. Das heißt, x sieht genauso aus. Wir rechnen 1 weniger auf n. Das heißt, wir starteten mit n gleich 4. Jetzt wird n gleich 3. Ich habe mal hier so einen Strich, damit man weiß, dass es was anderes ist. So, damit ist unsere Schleife beendet. N ist immer noch größer als 0. Wir fangen wieder von vorne an. Wie sieht unser x jetzt aus? Wir machen wieder, c ist 0, sieht man hier. Wir machen, schieben die 0 von rechts rein. Das sieht dann so aus. Hier wieder die Abtrennung. Wir sind wieder hier. Wir rechnen in diesem Fall 3 minus 5. Ist immer noch kleiner als 0. Wir kommen wieder hier hin. C wird wieder 0. Mal hier so einen Strich. Und x1 bleibt so, wie es war. Das heißt, das sieht alles gut aus. Und wir rechnen 1 weniger auf n. Ich mache auch mal hier so einen Strich. N ist jetzt 2. So, 2 ist immer noch größer als 0. Wir fangen wieder von vorne an. Das gleiche Spiel. Wir schieben diese 0, die wir von eben hatten aus dem C, schieben wir von rechts dran. Das sieht dann so aus und wir trennen wieder. Jetzt wird es interessanter. Wir machen mal diese Rechnung hier mit. Wir sagen x1 minus y. Das heißt 6 minus 5 sind 1. Und weil wir ja nur auf x1 gearbeitet haben, bleibt x, Entschuldigung, doch genau, bleibt x0 so wie es ist. Dann ziehe ich das mal weiter runter hier. Und hier nur so eine halbe Linie. Wir sind jetzt hier. So, x1 ist tatsächlich größer als 0 diesmal. Wir gehen hier rein. C wird 1. N wird 1. Wir gehen hier rein. Bemerke bitte, siehe, Hinweis. Wir haben diesmal das x1 nicht restored. Deswegen habe ich es hier zweimal hingeschrieben. Gell? So. Wir gehen wieder in die Schleife rein. Von oben. Wir schieben also wieder 1 weiter. Unser x. Diesmal schieben wir ein c von rechts rein. Sieht jetzt so aus. Wieder trennen wir in der Mitte ab. Und stellen fest, dass ich aus Versehen hier oben hingeguckt habe. Das stimmt natürlich nicht. Tatsächlich sieht es so aus. Hier diese zwei Einsen gehen eins rüber. Und am Ende kommt die 1 vom C dran. So, wir machen wieder das Ding hier. Wir gucken, wir rechnen wieder hier. In diesem Fall 3 minus 5 ist kleiner als 0. Das heißt, wir gehen hier rüber. Unser C wird wieder 0. Der Wert wird wieder hergestellt. Das heißt, das Ding bleibt so. Und N fällt auf 0. Unsere Schleife ist zu Ende. Und unser Platz auch. Wir kommen hier runter. Wir stellen fest, unser Rest ist der vordere Teil. Unser Rest ist der vordere Teil. In diesem Fall 3. Und jetzt gucken wir uns, jetzt müssen wir das hier trennen für die nächste Operation. Wir gucken uns jetzt das erste Mal x0 an, den hinteren Teil, und machen das, was wir vorher immer gemacht haben. Wir schieben das c von rechts rein. In diesem Fall dieses c, was auf 0 steht. Das heißt, das Ding hier wird 0, 0, 1, 0. Das ist unser x0. Und unser x0 ist dann unser Ergebnis. Konkret ist das eine 2 und das eine 3. Wir stellen fest, wenn du 13 durch 5 teilst, kriegst du 2 raus mit Rest 3. Es soll keine minus 3 sein, eine gleich 3. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wie gesagt, der Algorithmus ist nicht so schwer. Und in dem Sinne, Deutsch ist schwer. Vielen Dank fürs Gucken. Fragen, irgendwas, Anmerkungen, alles in die Kommentare. Ich versuche es immer so schnell wie möglich zu beantworten. Ja.